Hallo ihr Lieben, ihr habt ja gerade diesen Einspieler gesehen und zwar passend zum Sommer, Hippie, Power, Flower, Flower Power, Look leicht und luftig und blumig. Also ich habe 5 Teile bei Zara gekauft und möchte die euch zeigen. Als allererstes dieses Teilchen hier, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist ein Jeansblüschen mit so einem kleinen angesetzten Puffärmelchen. Was ich sehr schön finde, dass es nicht so eng am Arm anliegt, ne? Dass es so ein bisschen weiter vom Arm abfällt. Das ist ein sehr schöner, weicher, dünner Jeansstoff. Und zu so einem Hippie Outfit passt natürlich wunderbar Holzschmuck, den habe ich allerdings nicht gekauft. Das ist ein Holzarmreif mit Perlmutt, der ist aus Südafrika und diese Ketten, das sind so Rosenholzperlen aus dem Buddhistischen. Ich habe gedacht, ich mache mir jetzt mal so ein bisschen Hippie-Look, große Ohrringe rein und so ein Ding da, so ein Band auf dem Kopf und zeige euch mal diese Ausbeute, diese Klamotten, die ich gekauft habe. Ich wollte unbedingt eine weite, luftige, schöne Hose haben. Ich war in mehreren Geschäften, ich war auch in Boutiquen. Da hat mir eine Seidenhose ganz toll gefallen, die hat aber 300 Euro gekostet. Und dann hatten die auch Polyesterhosen, die kosteten 109 Euro und klebten so an der Haut. Ne? Das kennt ihr ja vielleicht, also ganz furchtbar. Da habe ich gedacht, okay, wenn diese teuren Polyesterhosen schon an der Haut kleben, dann wären die preiswerteren bei Zara das wahrscheinlich auch. Und komischerweise taten sie das nicht. Allerdings ist diese Hose so ein Viskose-Gemisch. Aber ich habe noch eine andere Hose gekauft. Also was ich sehr schön finde, ist dieser Blumenprint und dass das in so Stufen, ja, in so Stufen diese Volants eingearbeitet oder aufgearbeitet worden sind und dass das pastellige Farben sind. Und wenn man im Prinzip so steht, sieht es auch aus wie ein Rock. Und gerade im Sommer finde ich das sehr angenehm, wenn man nicht so enge Sachen anhat. Deswegen habe ich die mir auch eine Nummer größer gekauft, dass sie auf der Hüfte sitzt. Ich finde es schöner, wenn so ein luftiger Stoff also die Haut umhüllt und nicht so eine engen Sachen. Also ich mag das im Sommer nicht. Man schwitzt ja auch und dann kleben die engen Sachen am Leib. Diese Hose kostet, also gibt es bei Zara. Gibt es auch noch ein Oberteil dazu, das fand ich aber zu viel. Das war mir dann zu viel Blume und zu viel Volant und zu viel Rüschen. Also diese Hose kostet 59 Euro und dieses Hemdchen kostet 39. Dieses bisschen hat einen ziemlich tiefen Ausschnitt, wie ihr seht. So kleine Knöpfe, die sind auch also mit Stoff überzogen. Und es ist wahnsinnig schön angenehm zu tragen. Und ich dachte, weil hier auch blau mit drin ist, ja, dass das ganz gut zusammenpasst, so ein Bruch, so ein Jeanshemd mit so einer bunten Hose. Dazu trage ich, also man kann natürlich barfuß gehen am Strand, super, man kann Flipflops anziehen. Ich würde jetzt keine Chucks dazu anziehen oder irgendwelche High Heels oder irgendwelche Sandälchen. Also entweder Flipflops oder so generell so Lederzehensandalen. Was ich sehr schön finde, das sind diese Schuhe. Die hatte ich auch dazu an. Die habe ich schon 2 Jahre. Das sind so Softclogs in einem ganz weichen Wildleder. Und diese Softclogs, die haben natürlich auch so einen beweglichen, wie nennt man das? Das ist jetzt nicht Vollholz. Das ist hier so ein beweglicher, so ein Gummi, weiß ich nicht, so ein Gummiteil da drin, dass man super darin laufen kann. Ein schönes Fußbett. Und ich finde die ganz klasse. Ich habe die vorne zu und ich habe die auch noch mit vorne offen, mit so Fransen. Ganz niedlich. Ich finde, mit diesen Softclogs läuft man toll. Man hat automatisch durch den Absatz längere Beine und das sieht so weiten, langen Klamotten cool aus. Natürlich Flipflops auch. Ich liebe auch Flipflops, aber man kann ja mit Flipflops nicht in der Stadt rumrennen. Also würde ich nicht machen, dann tun mir die Füße weh. Also vielleicht mit 15 oder mit 20, aber nicht mit einfach oder Mitte 50. Und vielleicht denkt ihr euch ja, wieso sieht denn die Alte sich als Hippie jetzt an, ne? Also, gut, in den 70ern war ich jetzt noch ein Kind, ne? War ich ein aber ich mag die Musik aus der Zeit, ich mag diese Mode einfach, ich mag dieses Unkomplizierte, dieses doch so ein bisschen Mädchenhafte. Auch wenn man jetzt ein altes Mädchen ist, ist man ja immer noch ein Mädchen und kein Kerl. Und ich mag mich nicht so gerne so maskulin anziehen. Ich ziehe mich eben ganz gerne so ein bisschen verspielt an. Man muss aber sehr aufpassen, dass man nicht,
naja, albern aussieht. Das hatten wir auch schon, das Thema. Das ist, wie gesagt, ein schwieriger Grad, sich richtig anzuziehen, die richtigen Klamotten für sich zu finden, weil es gibt so wahnsinnig viele schöne Klamotten und die stehen einem aber irgendwie nicht. Die stehen dann wiederum anderen oder einem jüngeren Semester. Man kann nicht alles, was innen ist, was modern ist, tragen, sollte man also auch nicht kaufen. Deswegen bin ich sehr froh, dass diese weiteren Klamotten jetzt zurückgekommen sind. Ja, also was ich nicht so toll finde, sind diese hohen Sachen, also diese High-West-Klamotten, ob das Röcke sind oder Jeans sind. Ich mag das hüftig, ich mag das gerne auf der Hüfte. Keine Ahnung, ich war irgendwann mal Anfang der 90er in Brasilien und die haben nur Hüfthosen und ich habe da Familie und da habe ich diese Hüfthosen kennen und lieben gelernt und auch Hüfthosen, die weitergeschnitten sind mit Schlag, finde ich einfach sensationell. Machen ein schönes, langes Bein und ich fühle mich darin sehr wohl. Deswegen bin ich echt happy, dass die Geschäfte jetzt voll mit weiten Hosen sind. Und deswegen habe ich mir die auch eine Nummer größer gekauft, dass sie eben auf der Hüfte sitzt. So, ich zeige euch gleich noch einen Look. Ich mache jetzt erstmal aus die Geschichte. Bis gleich. So, die nächste Sache sieht direkt spießig aus. Das ist so ein Oberteil in Cremefarben mit solchen Fransen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Das war jetzt auch nicht so teuer. Das ist ein Leinen-Baumwollgemisch. Und ich fand, dass das hervorragend zu dieser Polyesterhose passt. Das ist eine Hose mit einem Gummizug, sehr bequem. Die geht so bis zum Knöchel, ist weit. Ja, hat unten nochmal, ja, wie so eine Bordüre. Ja, ich finde, die hat einen sehr schönen Print. Und diese Hose für 39,90 Euro klebt nicht auf der Haut. Die andere sowieso nicht, die war ja auch gefüttert. Die ist jetzt nicht gefüttert. Das ist also auch 100% Polyester. Und das klebt komischerweise nicht. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also diese Hose für 109 Euro, die klebt, also ich habe die angezogen und sofort klebte dieses Gemisch, dieses Gewebe an der Haut. Und es ging überhaupt nicht weg. Man konnte das nicht mal so irgendwie so ab. Es blieb haften, ja. Und bei der nicht. Das hat mich sehr überrascht, deswegen habe ich die auch gekauft für 39,90 Euro. Und dazu dachte ich eben, weil hier eben auch schwarz mit drin ist, dass das ganz hübsch dazu aussieht. Ja. So, dieses Ding mit den Fransen. Kann man auch wieder Clogs zu anziehen oder ein Ballerina. Also wie gesagt, die geht bis zum Knöchel. Die ist nicht ganz, die andere war ja ganz lang, bodenlang und die geht bis zum Knöchel. Das ist ja diese moderne Länge. Und dann habe ich noch ein ganz hübsches Oberteil gefunden. Auch ein Leinen-Baumwoll-Gemisch, was ich sehr hübsch fand. Das ist auch wieder ohne Arme. Hat so eine leichte Stickerei. So eingewebt ist das. Einen sehr hübschen Kragen, das ist auch wie so eine Art Spitze, so gehäkelte Spitze. Und ich finde das sehr schön, wenn das hier bis hier oben hingeht und dann so ohne Arm. Ich finde, das macht eine ganz tolle Figur. Und ist auch so ein kleines Hängerchen in der A-Form. Kostet, ja, wenn ich natürlich das Ding davor halte, logisch, dass die Kamera dunkel, kostet 29,90 Euro. Also das waren jetzt 5 Teile insgesamt für 180 Euro. Ich habe noch nicht die Schilder abgemacht, weil ich dachte, naja, man weiß ja nicht. Manchmal ist man ja in der Kabine begeistert und in den geliebten Umkleidekabinen. Und zu Hause stellt man fest, ach nee, irgendwie doch nicht. Ne, weil das also hektisch ist und schnell gehen muss und man ist auch genervt ein bisschen. Aber ich bin zufrieden nach diesem Einkauf. Ich werde nichts zurückgeben. Ich werde diese 5 Teilchen behalten, weil sie mir sehr gut gefallen. Und passt ja jetzt auch zum Sommer. Ist auch schön luftig, schön leicht, klebt nicht auf der Haut. Und was ich sehr wichtig finde im Sommer, ne, wenn es warm ist. Und wir kriegen ja jetzt schöne Temperaturen in der nächsten Zeit. Deshalb war der Kauf, glaube ich, ganz, also vom Timing her super. Ich freue mich, dass ich diese Hosen gefunden habe. Es gibt unfassbar viele Hosen. Also Sarah, muss ich wirklich sagen, hat ein sehr modernes, schönes, also hippes, trendiges, auch casual. Also die haben ein tolles Angebot an
an Fashion, also muss ich schon sagen, weil die sind super modern. Gut, es gibt bessere Qualitäten, aber also von der Verarbeitung her, manchmal mit den Nähten, das ist nicht so toll. Die Knöpfe, die muss man nachnähen. Es hängen überall Fäden raus. Ja. Junge, hippe Mode, auch für ältere Semester, finde ich, ist durchaus drin. Wir müssen uns jetzt nicht in Sack und Asche hüllen und in Grau rumrennen, aber auch nicht übertreiben, so ein gesundes Mittelmaß finden. Und man kann sich ja an viele Dinge anlehnen, also an YouTuber, die Tipps geben oder Zeitungen oder das Internet. Also wir Ladies, ne, mit 50 plus, das ist gar nicht so leicht. Ich finde, es ist nicht so leicht, sich zu kleiden. Also casual schon, aber eben, man will ja nicht immer so adrett aussehen. Man will immer so ein bisschen leger aussehen und vielleicht auch nicht immer sportiv, sondern so ein bisschen ladylike, lässig, hippie. Das finde ich ist so eine tolle Mischung. Vielleicht passenden Schmuck dazu, sich passend schminken. Und wir Frauen, wir lieben das ja auch. Wir lieben das, uns zu schmücken. Wir Frauen lieben das, uns zu schminken. Wir Frauen lieben das, uns schön zu machen. Und mitunter gelingt es uns manchmal gut, manchmal geht es daneben. Gibt es genug Fauxpas, auch bei den Stars, die falsch beraten worden sind. Ist alles kein Thema, ist alles kein Problem, ist alles kein Weltuntergang. Es gibt Schlimmeres. Aber Mode soll einfach Spaß machen. Mode soll den Typ unterstreichen. Also vorteilhaft, dass man das Vorteilhafteste aus sich herausholt. So ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch und bis bald. See you soon. Ciao.